dich ja nicht riechen. Wow. Mann, was war denn das? Was soll denn die Scheiße? Ja, komm, mach mal einen Headshot, lernst es ja nie. War auf jeden Fall eine super Deckung, muss man dir lassen. Du weißt, wo man sich gut in Deckung bringt. Okay. Wie viele sind noch hier? Oh, ein Panzer. Okay. Ist dieser möchtegern Sniper. Da. Bam. Yo, Headshot. Du! Der Sniper, der irgendwo da ist, der versteht sein Handwerk. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Er hat sich ja nun doch noch erwischen lassen und getroffen hat er nicht sonderlich. Durch die. Okay. Komm raus. Okay. Kack-Sniper! Verzieh dich! Eine Kugel für dich, mein Freund. Eine Kugel unter Freunden.
Okay. Lass mich bloß in Ruhe. Boah, das war knapp. Okay. Wo muss ich denn nun hier hin? Die entgegengesetzte Richtung. Muss ich da rein oder wie? Naja. Nun bereiten wir dem ganzen Übel hier ein Ende. Okay. Nun müssen wir dahin. Hoch. Begib dich auf das Brandenburger Tor. Okay. Ah, Gold. Und was ist denn das? Wir gehen. Bleib stehen. Wir sollten uns beeilen. Hat zwar ein bisschen gedauert. Ha! Der Gesichtsausdruck. Hahaha. Stirb! Die Schlacht von Berlin endete um 8.23 Uhr am 2. Mai 1945. Als General Weitling die Kapitulation der deutschen Streitkräfte General Schulkow von der Roten Armee übermittelte. Wenig später war der Krieg beendet, aber schon begann ein neuer Krieg, der Kalte Krieg. Und ich war sein erster Soldat. Oh! Rebellion, Rebellion, Management, CEO Jason Kingsley, CEO Chris Kingsley, Head of Production Michael Burnham, Head of Programming Kevin Flyerly, Head of Creative Tim Jones, Head of Art Chris Payton, Development Team Senior Production Steve Art, Production Team Chris Jones, Andy McCann, Jane Wallace und lest es selber. So schnell kann ich nicht vorlesen. Ja, Sniper Elite durchgezockt. Wunderbares Spiel. Sehr gute Story. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, so ein Spiel würde ich wieder durchspielen. Es hatte ein paar kleine Bugs so mit den Gegnern. Ich erinnere mich, da ist einmal einer an uns vorbeigelaufen. Wir
habe den sogar berührt und er lief einfach weiter, ohne uns Beachtung zu schenken. Das war ein bisschen. Aber ansonsten alles gut durchprogrammiert. Grafik war sehr gut. Story war, wie gesagt, auch sehr gut. Was soll ich noch sagen? Auf dem Schwierigkeitsgrad war es mit dem Kugelabfall war einigermaßen realistisch. Und auch, dass man da taktisch vorgehen kann, Munition einsammeln kann und die Leichen verstecken, dass Alarm geschlagen wird, wenn eine Leiche gefunden wird, das fand ich sehr gut. Hat mächtig viel Spaß gemacht, dieses Spiel für euch zu zocken. Ja, hiermit ist Sniper Elite V2 beendet. Und wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder. Vielleicht ist es Saints Row, vielleicht Prison 2, vielleicht Skyrim. Vielleicht sehen wir uns auch später bei Deus Ex Human Revolution, Human Revolution. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Mir egal. Würde mich freuen, wenn ihr Kommentare unter die Videos schreiben würdet, an denen mangelt es mir ein bisschen. Dann einfach ein bisschen Kritik, wie euch mein Kommentarstil gefällt, ob ich was ändern soll. Oder einfach sonstige Ideen, die ihr habt. Ihr könnt auch gerne schreiben, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Aber ja, bitte schreibt mehr Kommentare. Ihr müsst nicht mal gute Kommentare schreiben. So, Video war sehr cool und hip und hopp. Ihr müsst auch nicht Daumen hoch geben. Einfach ein bisschen Kritik, damit ich weiß, was ich ändern soll an meinem Let's Play-Stil oder überhaupt. Ja. Die Credits lasse ich hier noch kurz durchlaufen. Und quatsche so lange hier, doch noch ein bisschen. Dieses Sniper Elite 2 Projekt habe ich in einem. Also, nun weiß ich noch nicht, denn der erste Part, den habe ich ja immer noch auf Lager, habe noch nichts hochgeladen. Und ich glaube, ich werde alles an einem Stück hochladen aus dem Grund, dann habe ich das Projekt gleich abgeschlossen und muss die Dateien nicht noch jahrelang auf meinem Rechner behalten. Ja, ihr könnt auch unter dieses Video gerne mal schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat. Ja. Verdammte Credits, geht mal zu Ende, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich sagen soll. Verdammt. Ja. Meine Let's Plays, ja. Es kommen unregelmäßig und auch sehr viele Videos, weil zu einteilen geht nicht so, weil ich nehme sehr oft auf, sehr häufig, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Und mein Rechner hat auch eine begrenzte Festplatte und da kann ich die Dateien nicht jahrelang aufbehalten. Weil maximal 8 bis 16 Parts passen drauf. Aber wenn ich habe nur Samstag, Sonntags Zeit, etwas aufzunehmen und hochzuladen. Und deshalb kommen Samstag und Sonntags immer mehr als unter der Woche mal ein oder zwei. So, und ich sehe hier gerade, jetzt kommt der Bing-Video und Digital. Nun gehen die Credits zu Ende und ich muss hier nicht wieder irgendwelches sinnloses Zeug quatschen und Sprachfehler an den Tag legen. Mission erfolgreich, 15.000 Punkte. Ja. Weiter. Und wir sind wieder hier auf dem Startbildschirm, den wir schon ziemlich häufig gesehen haben. Ja. Ich werde das auch in einer Playlist verlinken, natürlich. Und da wird auch stehen, blind und beendet.
damit ihr, wenn ihr auf Playlists geht, seht ihr bei jedem Projekt, ob es blind ist oder eben nicht und ob es abgebrochen, beendet oder noch läuft oder pausiert. Minecraft muss sich noch kurz ändern, ist pausiert. Risen 1 abgebrochen, erstens. Zu wenig Aufmerksamkeit, teilweise unter 0 Klicks. Und meine Güte, Risen 2 kam raus, mich hat sowieso nicht mehr interessiert. Und ich habe es übrigens ganz aus Versehen verpackt. Ich konnte weder zum... Ich habe noch eine Aufnahmesession gemacht, in der ich versuchte, eine Mission abzuschließen, mehrere Missionen. Und die habe ich dann gelöscht, weil ich rannte hin und her, konnte weder zum Don noch zum Inquisitor. Die wollten mich beide nicht mehr sehen und da muss ich es abbrechen. Aber ja, wie gesagt, es macht ja nichts. Ich denke, ihr habt hier genug zu schauen auf meinem Kanal. Ich danke übrigens nochmal ganz herzlich für ganze 5 Abonnenten. Ist zwar nicht viel, wenn man Gronkh und Sarazar LP und der Wulverus und all diese Großen anschaut, aber für mich ein kleines Erfolgserlebnis. So weiß ich, meine Let's Plays kommen an. Also, nun aber wirklich. Haut rein, meine lieben Zockfreunde. Und wir sehen uns bei einem anderen Projekt vielleicht. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein, meine lieben Zockfreunde.